beachtet, das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, um in Würde das tragische Dahinscheiden des einzigen Beamten, Bischof Moretti, zu begehen. Okay, hier komme ich nicht rauf, also entweder da hoch oder woanders. Weg, Leute. Hier, habt ihr was, um euch zu freuen? Noch 4-7 übrig. Was? Wie konnte der mir entkommen sein? Warte, den habe ich gleich. Es grenzt an Pein. Zuschauer dürfen bei der Vierteilung von Kriminellen nicht mehr einschreiten, sobald diese festgeschnallt wurden. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner Pflicht zutiefst in seiner Berufsehre gekränkt. Ich kann kleine Amputationen vor Ort durch... An alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen um, die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerecht und bereit. Jeden Eingriff ist die höchste in ganz Roma. Natürlich. Wahrscheinlich aber auch nur, weil es die einzige ist. Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst werden muss, bevor er einen Fuß dorthin setzt. Aha. Die Weinvorräte jedoch werden Maskenladen. Auch nicht schlecht. Pferd, du trabst immer am Ziel vorbei. Ist dir das eigentlich bewusst? Hör auf zu knurren. Soll ich jetzt extra wegen dir stehen bleiben oder was? Kannst du auch mal hinter mir hergeritten kommen. Mich andauernd entgegen, weil... ernsthaft? Ach, hier sind wir. Außenrum, außenrum, außenrum. Was? Was bist du denn für einer? Verdammter Harlekin, ich glaube, davon gibt es 5 oder so hier auf der Karte. Wenn man alle erledigt hat, kann man sich als Clown verkleiden. Irgendwie so war das. Glaube ich. Vielleicht. Wo sind die noch alle? Weiß ich gar nicht. An ein oder zwei kann ich mich noch erinnern. Aber wo der Rest ist, das ist keine Ahnung. So, immerhin schon die Hälfte der Schnellreisepunkte. Erledigt. So, was ist gerade ein bisschen repetitiv? Ja, nö. Kann passieren. So, am Kolosseum ist auch noch ein Tunneleingang. Wer hätte es gedacht? Brav. Hast richtig angehalten. Nicht so brav, ich bin immer noch hier oben drauf. Verdammt!
Ja, lass. Ich gehe mal voran, ne? Endlich traurig, dass man das Spiel so austricksen muss. Ich würde gerne mit dem Pferd von der Klippe springen. Das wäre weitaus angenehmer. Zwar nicht für das Pferd, aber... Egal. Hat er gerade einfach so einen Passanten umgeritten? Hey, hey. Der hat Schwein, dass ich gerade keine Lust habe, ihm auf den Sack zu gehen. Na, der Preis wird langsam unverschämt. Ich brauche also beim nächsten langsam wieder mal eine Bank in der Nähe. Und die Hoffnung, dass 20 Minuten um sind. Bewegen! So. Der nächste ist wo? Hab ich etwa den hier oben vergessen? Mir scheint beinahe so. Ist hier unten noch irgendeiner? Nee, der Rest scheint hier unten ganz klar zu sein. Das ist schon mal gut so. Also auf den da. Und wenn wir erstmal genug Kohle haben, dann können wir anfangen, die ganzen Wahrzeichen zu kaufen. Und wenn wir die haben, dann kann ich Waffen kaufen. Und Rüstung. Und sonst was alles. Die Planung, die hier mittlerweile ins Spiel fließt, ist ja fast so anstrengend wie bei Minecraft. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nö, nö. Da war ich das Gefühl, als wäre das Spiel noch nicht mal wirklich, also hätte das noch nicht mal angefangen, richtig. Ich glaube, wir haben eben erst seit diesem Labolpe-Zeug die Möglichkeit, gesucht zu werden. Wiedererlangt. Was natürlich doof ist, ich hätte vorher die ganze Stadt einfach mal einnehmen sollen. Wäre besser gegangen. So. Der nächste in Nähe einer Bank. Also erstmal zur Bank. Dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst werden muss. Hauptsache, ich gehe erstmal irgendwo hin und passe das Essen an. Als hätten die sonst nichts zu tun, weißt du? War ja klar, dass das wieder auf der Isla de Teberina ist. Bank, wo ich weiß, wo sie steht. Ich hoffe nur, auf der nächsten Hauptmission kann ich endlich im Dings-Shop diesen Handschuh kaufen. Damit ich endlich mal wieder ein bisschen hochspringen kann und so, ne? Weißt du, Scheit. So. Was war das nächste in der Nähe? Ja, das Fraktionsgebäude da, das nehme ich erstmal das. Es wird viel zu viel Kohle kosten, aber... Egal. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich habe, Amici? Weil du viel zu teuer bist und mich denn nur wieder auslachst, weil ich deine Scheiße nicht will. Ich auf bessere Ware warte. Deswegen halte ich nicht an, Amici. War es ein Typ, der rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter geht? Doch, das nennt sich Jojo-Verhalten. Ist sehr beliebt bei Diäten. Aber ich mache ja eigentlich gerade nur eine Bevölkerungsdiät, wenn du so willst. Ein bisschen die Herde ausdünnen. Insbesondere die enormen Gewinne aus den Darlehen an die Familien Colonna und Orsini. 1200 und mein Haus. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiel.
Diesmal schon über 8000 Einkommen. Ich glaube, als die Aufnahme gestartet wurde, waren es um die 3000? Ich weiß nicht mehr. Es war nicht viel. Nicht wirklich viel. So, als nächstes Banco, ne? Wieder Banco. Banco bauen und dann zum nächsten Turm. Boah. Nehmen wir doch die Brücke, die gleich da so... Nehmen wir die Brücke oder springen wir einfach übers Wasser? Ich glaube, wir springen einfach übers Wasser und flatsch! Welch Wunder, wir können nicht über Wasser laufen. Noch nicht. Gut, können wir theoretisch gar nicht, aber manchmal passiert es hier, dass hier Pferde über Wasser laufen. Ich hoffe mal, dass sich auch einer dieser Glitches hier mal wieder einschleicht. Nicht nur dieses Pferd bleibt gerade mitten in der Luft stehen, Schweif fällt nach unten, weil Physik gerade Pause macht, das Spiel überlegt, was gerade geladen werden muss. Diese Bugs hier sind zwar auch sehr lustig teilweise, aber irgendwie auch mehr nervig als lustig. Das war zum Beispiel ein lustiger Bug. Der Moonwalk, wenn du so willst. Oder eher der Skywalk. Ich könnte auch sagen, man geht Leuten auf die Nerven, indem man an ihnen heraufklettert. In gewisser Weise geht man ihnen auf die Nerven, weil überall Nerven sind. Naja. Am besten über die Wirbelsäule latschen. Ich kann nicht mehr rechnen. Was ist mit Rechnen? Klappe. Mir fehlen nur noch zwei Banken. Centro zu 75% renoviert. Das geht doch. Geht doch. So, jetzt das Ding da. Da sehe ich ja schon das nächste Fraktionsgebäude in der Nähe. Aber erstmal ein Tunnel. Was seid denn ihr für Penner? Muss ich euch kennen? Nee, oder? Ist das nicht verboten? Zeig ein bisschen Respekt, Idiot! Wenn du mich nochmal Idioter nennst, ja, dann zeige ich dir was ganz anderes. Kannst du dir dann aussuchen? Armbrustbolzen, versteckte Klingenkugel, einfach nur versteckte Klinge, vielleicht auch das Schwert oder meine Messer. Ich habe auch ein Messer. Ich könnte natürlich auch Geld zeigen, aber das wäre langweilig. Aber unerwartet, deswegen vielleicht lustig. Fraktionsgebäude in Visier nehmen. Ja, kenne ich schon das Lied. Kann ich meinen Augen trauen? Vielleicht arbeite ich zu viel. Ja. Also nein und ja, du arbeitest zu viel, denn du kannst deinen Augen nicht mehr trauen. Halt, wir sind glaube ich schon richtig und zwar hier so. 1200 und noch einmal mehr Einnahmen für meine Schwester. Na komm, kann man mal machen, nachdem wir sie im letzten Spiel so ausgebeutet haben. Die arme Frau. Außerdem stehen denn die Mädels hier überall im Gebiet rum, was immer sehr nützlich ist, weil ich die anderen Fraktionen gar nicht gebrauchen kann. Ich benutze jedenfalls nie, weil, warum? Toll, die können irgendwen ablenken, toll, so Hinder können irgendwo draufhauen. Draufhauen kann ich selber ganz gut. Und Sachen klauen und Leute ablenken, da schmeißen Leiche vom Dach und gut ist, aber... So ein wandelnden Schutzschild um einen herum, der einen vom Wachen irgendwie abschirmt, ist super. Ich habe so das Gefühl, dass die Frau da vorne Hilfe braucht. Ezio, seit Madonna Solaris tot, glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm. Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Santino in der Öffentlichkeit fertig machen und demütigen. Aufhalten, bevor die Kurtisanen verprügelt werden. Das wird lustig. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Dich werde ich rund machen, Freundchen. Einfach so an meine Mädels rangehen. Ich
ich nehme den Job wirklich ernst. Ja. Oh, du Penner! Zum Brunnen bringen und da reinlegen. Kriegen wir hin. Wird dir wehgetan? Ich war nicht schnell genug, Scheiße. Leute, ich muss mal kurz durch, so einen Penner ablegen. Geht das hier als in der Nähe des Brunnens? Dieser Mann ist ein wertloser Lügner. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Ja, sehr schön. Wie teuer bist denn du? Zu teuer. Aber 100%, gut. Sie wurde wahrscheinlich noch nicht zu Ende verprügelt. Das war so die Gnadenzone, wenn du so willst. Oh ja, und ich bin direkt an dem Ding, wo ich hin wollte. Ist doch mal super. Ja.